Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Hand Showdown angezockt. Teil 2. Tja, letztes Mal habe ich die ganze Arbeit gemacht und keinen Erfolg gehabt. Jetzt mal gucken, werden wir vielleicht ein oder zwei Runden spielen, weil, ja, ihr kennt es ja wie bei PUBG oder so. Es kann sein, dass es dann mal ganz schnell geht. Na, das heißt, man geht rein, hat den ersten Kampf, kriegt auf die Fresse. Ja, dann vielleicht eine zweite Runde. Die sind auf jeden Fall kürzer. Ich schätze mal, so ein Match bei Quick Play geht so um die 15 Minuten. Vielleicht 20 Minuten. Also es geht auf jeden Fall flott. Ich versuche mal auf die Zeit zu achten. Ja, wie gesagt, die Ladezeiten sind ein bisschen nervig. Aber das kriegt man auch, glaube ich, nicht weg. Keine Ahnung, was da so lange geladen wird. Man muss meistens ja auch auf andere Spieler warten. Aber wie hieß denn dieses Horrorspiel, was ich mal eine Zeit lang gespielt habe? Das ist ja immer noch so. Das Spiel ist auch schon 2-3 Jahre alt. Entweder läufst du als Killer rum und killst da 4-5 Teenager. Ich glaube 4 oder 5. Und andersrum ist egal. Auf jeden Fall muss man auch immer 1-2 Minuten warten. Und ich glaube, bei PUBG ist es immer noch so. Diese Minute Warterei. Es sind 100 Leute da, aber das Spiel geht noch nicht los. Das regt mich immer so ein bisschen auf. Das finde ich immer ein bisschen schade. Wenn man den ganzen Tag das Spiel spielt, dann ist es genau die Zeit, wo man mal kurz pissen oder kacken gehen kann oder sich einen Kaffee machen kann. Aber ansonsten, wenn man hintereinander wegspielen will, ist es ein bisschen nervig. Warten auf andere Spieler. Was muss man da so lange warten? Gib Gas. Wahrscheinlich keine anderen gefunden. Wenn keine da sind, ist nicht schlimm. Dann spiele ich alleine und gewinne. Also hier sollst du, soweit ich weiß, wenn du quasi der Letzte bist, hast du quasi gewonnen. Es gibt hier, glaube ich, auch einen Boss, okay. Aber das ist nicht Challenge, oder? Ich glaube, es gibt... Ach, es geht jetzt erst los. Wie gesagt, wir haben hier nur einen Revolver, das heißt, wir können noch ein paar Sachen mitnehmen. Zum Beispiel Dynamit. Und da wird auch schon fleißig geballert. Also hier mache ich es immer so, ich suche mir erstmal einen Ort quasi. Das nehmen wir hier die Kirche da vorne. Hier ist doch Healing Waters. Ja, Kirche. Da gucken wir mal, als wir mindestens ein Gewehr und am besten auch eine Handwaffe finden. Zum Hauen. Die Waffe finde ich schon mal nicht schlecht. Ah, sind so kleinere Häuschen. Das wird jetzt nicht so der geilste Loot sein. Ja, ein Grammophon kann man einschalten. Braucht man nicht. Heilung. Kann ich was mitnehmen? Ach, das will ich doch nicht. Kacklampe brauchen wir nicht. Scheiße. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, wir werden nicht lange leben. Oh. Da habe ich gerade was gesehen. Da gehen wir gleich mal hin. Munition. Bärenfalle. Ja, super. Ich laufe jetzt aber nicht mit einer Bärenfalle rum. Hier, der sieht gut aus. Da rechts. Da ist ein Stacheldraht dran. Ups. Ich dachte, ich konnte mit der Leiche interagieren. Mit dem Typen wollte ich jetzt nicht interagieren. Hä? Ah, fuck. Ah. Mann, nichts. Es ist einfach scheiße. Ne? Wo sind wir? Ach, wir sind... Ah. Ich bin doof. Aber hier sind wir dieselbe Map. Krematorium. Friedhof. Dann würde ich sagen... Wissen jetzt eh, wo ich bin. Kackviecher. Hä? Eigentlich irgendwo das Krematorium? Ach, du musst noch weiter rüber. Schnell, 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 schnell. Okay, sind noch ein paar Häuserchen. Gucken wir uns die nochmal an.
Munition. Ach ja, der hat so einen kleinen Suppressor, also Schalldämpfer. Ah, wenigstens zwei Handwaffen für das grobe Viehzeug. Ich hätte trotzdem lieben gern nochmal so ein Gewehrchen oder so. Etwas Groberes. Stehst du gleich auf? Gut, dann bleib sitzen. Nee, Giftbombe brauche ich nicht. Gesundheit, ah, leck mich doch. Nur Mist. Weitergehen. Ach, hier komme ich nicht rein oder was? Achso, hier wäre ich darüber reingekommen. Okay. Gut, ab zum Krematorium. Hört man selten, aber. Ach komm. Hat aber schön geguckt. Ah, Kackast. Das Dumme bei den Zweihandwaffen ist immer, wenn man jetzt auf die Schusswaffe wechselt, dann lässt man sie fallen, ne? Pitching Crematorium. Links ist ein Hund. Ist hier gerade ein Spieler umgekippt oder? Das ist eine Falle. Ja. Oh, da ist ein Gewehr, endlich. Aber wir machen mal ein bisschen Hacke-Hacke-Beilchen hier. Nehmen wir alle um. Nehme ich auch nochmal mit. Sieht cool aus. So. Oh, wir konnten es aufheben, ohne jetzt. Hm, man kann hier runter. Geht aber wahrscheinlich nur zu zweit irgendwie. Dann suchen wir uns mal einen hohen Punkt und gucken mal, ob wir von oben was finden. Was wir beschießen können. Leg mal kurz die Waffe ab. Hier in diesem Modus könnten die Versorgungspunkte recht spannend sein. Es geht noch höher. Oh, ein Messer. Keine Schüsse. Nichts. Ah, doch, hier hinten. Genau da, wo was im Weg ist. Ah. Oh, am Arsch der Welt. Da kommen wir noch nie hin. Hier ist eine kleinere Flinte. Bleib aber bei der hier. Und hier gibt es wenigstens Loot, ey. Oh, oh.
Ah, ich sehe, der hat ja auch die Energiebalken an. Also ich glaube, der Schwatter hat zwei dicke und dann erst ein, also erst zwei dicke und zwei kleine. Weil die, wenn die Balken nicht komplett niedergeschlagen sind, laden sich die wieder auf, ne? Hm, das sieht aber auch lecker aus. Eifbomb. Gut, dem Messer brauchen wir ein bisschen mehr als nur einen Schlag. Aber dafür kann ich noch andere Sachen mitnehmen. So, wir haben eh nicht viel Zeit. Da laufen wir außen rum. Weil der kriegt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Punkte. Wir müssen nach Nordosten. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht durchgeschafft. Ich habe noch keinen von den beiden Modi geschafft. Wenn wir auf jeden Fall dort ankommen sollten, noch rechtzeitig, dann werden wir uns da einschleichen. Ja, da hinten sieht man's. Oh, der Stacheldraht. Da gehen wir nicht rüber und das ist nichts. Schnell mal weg von der Straße. Straßen finde ich doof. Man hört doch keine Schüsse, ne? Das ist... Sind alle Spieler schon tot, oder was? General Griesgram. Ah. General Griesgram hat sich verteidigt anscheinend. Na komm, die schlitze ich nochmal auf. Oh! General Griesgram ist tot. The Eagle Order. Ah, ich glaube, der hat am meisten Punkte gekriegt. Oh, da. Beim zweiten Mal habe ich gesehen, da ist ein bisschen. Hat man Schnittwunde, glaube ich, im Gesicht gesehen. Muss man mal gucken im Slow Motion. Da haben wir ja quasi quer über die Fresse geschnitten. Ah, wir müssen da rechts. Das hört sich nicht gut an. Ist das ja schon? Ne, wir müssen hinter die Kapelle, wir müssen einmal durch. Ja, das Problem ist, wir kommen da nicht an. Wir waren ja unten links an der Karte. Die haben gerade auf uns geschossen. Ja, 27. Da kriegen wir keine Punkte mehr. Das ist scheiße. Hab's ja gesagt, wir kommen an und dann ist es vorbei. Also man muss schon versuchen, in die Mitte zu kommen. Sehr schnell, nachdem man Waffen hat. Oh, keine Ausdauer mehr. Aber er wird nicht gewinnen, dafür kriegt er zu wenig Punkte.
hinten ist es. Ist er auf dem Dach vielleicht, dass wir ihn da wegsnipern können? Natürlich nicht. Ah, fuck, ey. Okay. Es geht so lange, bis halt die Zeit abgelaufen ist. Und du machst Punkte, wenn du quasi im Gebiet wahrscheinlich bist. Das ist der Clou an der Sache. Dann habe ich das falsch verstanden und habe es im letzten Video auch falsch gesagt. Du musst nicht der Letzte sein. Er hat mich ja nicht getötet. Es ist ja nur die Zeit abgelaufen. Da finde ich es mit dem Töten besser. Statt mit der Scheißzeit. Okay, mit der Scheißzeit, da kann man sich halt nicht verstecken. Da musst du ja halt, so wie ich gerade, querfeld einlaufen, um überhaupt noch dahin zu kommen. Da hat man Pech gehabt. Wir haben noch nicht mal das Gefecht geschnüffelt, ja. Dann machen wir noch mal eine Mission. Hat nämlich wirklich 15 Minuten gedauert. Schätzung lag ich richtig. Na, da steht hier auch nochmal. Ja, absorbierst die Energie von Wellspring. Naja. Das mit der Energie habe ich ja verstanden, aber ich dachte, es ist einfach nur, um ein bisschen Punkte zu kriegen, quasi. Aber das Spiel ist dann noch nicht beendet. Ich habe wirklich gedacht, dass es dann wirklich beendet, wenn du quasi, ja, den letzten Spieler killst. Da habe ich, glaube ich, in diesem Anfangsvideo so ein Vorzeigvideo mir angeguckt und auch so verstanden, aber ich muss dazu sagen, mein Englisch ist halt ja, na, nicht so toll. Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden. So, aber jetzt zweite Runde. Ich will wenigstens Feinkontakt haben. Also Feinkontakt hat man ja mit den KI-Gegnern sehr viele. Aber, also wir fangen ganz unten an. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin und dann zu Stillwater Bend. Und dann gucken wir, wo quasi, wo es denn losgeht. Warte mal ganz kurz. Genau, da wollen wir hin. Oh, ein Klo. Oh. Nehmen wir mal mit. Hm. Eingeschlossen. Ja, wir sind da. Hallo. Bisschen laut hier. Nein! Das wollen wir haben. Ah. Was passiert, wenn ich dich haue? Irgendwie nicht viel. Oh, das geht. Man kann auch den zerknüppeln. Gut, bei den Ekelviecher versuche ich es nicht. Man könnte höchstens mal eine Dynamitstange nachwerfen. Ah, hier bin ich richtig. Lustige Bombe. Würde ich mal sagen, versuchen wir es, oder?
Tür zu. Nein, ich will die Waffe da haben. Gehen wir mal rum und schmeißen wieder Mietstange. Er scheint nicht zu sterben. Kann das sein? Nö, der lebt noch. Der lebt noch. Das ist ein Arschloch. Denn, lassen wir es mal. War mal nur so Testzweck, ne? Also, hauen wir hier ab. Wir haben unser Loot. Ja, er leuchtet wahrscheinlich, ne? Ich finde ihn ganz schön eklig. Da im Haus. Vielleicht irgendwie außen rum. Jetzt kommen die Petshunde. Oh, ich hätte die Granate reinschmeißen sollen. Nee. Nimm lieber die Axt. Und das, ich bin weg. Die habe ich nicht gesehen. Die hasse ich. Gut. Ob ich sie hier irgendwie... Kann ich sie hier sehen? Oh, halt doch mal die Fresse, ihr Drecksköter. Und ich mag Hunde. Wo war die? War hier irgendwo? Da. Da hat sie geschrien, das war's auch. Der läuft geschillt weiter, der Dicke. Den Hammer haben. Nee, das bleibt liegen. Diese Scheißhunde. Oh, mal den Revolver her. Mal da drin ist was. Frage ist nur was. Ich kann jetzt nichts mehr nehmen, weil ich zwei Sachen habe oder was? Da hinten ist wirklich was. Jetzt sind wir eingesperrt. Oh. Schalli. Dann eher was fürs Grobe. Cool wäre es, wenn man zwei von diesen großen Waffen nehmen könnte, statt eine kleine. Ne, ich krieg die nicht mehr mit. Aber wir haben Zielfernrohr. Nee. Ich bleib lieber beim Zielfernrohr. Ich... So, Karte aktualisiert und unsere Ecke ist raus quasi. Also weil wir hier quasi schon waren. Was?
Oh, schon wieder so am Arsch der Welt. Das fuckt mich langsam ab hier. Doc Discount. Wenn du das Video siehst, bist ein Arsch. Mann, ich bin da wieder am Arsch der Welt. Lauf vorbei. Na, wenigstens ist er tot. Das war das Mindeste. Der erwischt mich. Fuck, ja, hab ich auch keine Zeit für dich. Der hat einen Balken von mir abgeschossen. Und ich blute. Fuck, ey, ich bin so oft an Ja. Ach, F, scheiße. Ah, krieg's noch hin, ohne meinen Balken zu verlieren. Heißt es wieder schön die Beine in die Hand nehmen. Fuck. Ah! Meter. Nicht schlecht. Es ist ein verlängerter Revolver, ne? Wenn man so sieht. Einfach ein längerer Lauf dran. Scheiße. Ja, aber du musst ja halt da den Typen killen, irgendwie. Hat er Glück gehabt, dass er mich da gesehen hat, weil ich diese Viecher getötet habe. Verdammt. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde. Na, hier steht es auch CryTech, CryEngine, klar. Habe ich im ersten Video gesagt, ja, dass ich mir nicht so 100% sicher bin, aber hätte doch darauf wetten sollen. Ja, wir haben nichts gerissen, komm. Hätte ich mal den Punkt nicht gefunden. So. Ja, das mag ich irgendwie, den Song. Erinnert mich trotzdem an die Szene mit Leonardo DiCaprio und, wie hieß er, Matthew McConaughey, Wolf of Wall Street, wo er ihn quasi fragt, wie oft er denn am Tag masturbiere, und Leonardo sagte nur einmal, und da meint er so, ach, im Aktiengeschäft oder so, das reicht nicht, ich mach's mir dreimal täglich oder so. Ich fand die Szene echt cool. Naja. Muss man gucken, guter Film. Gerade wenn sie quasi den Leuten Penny Stocks andrehen, das sind Aktien, die nichts wert sind, so vielleicht 2 Cent oder so, und das in Massen, und den Otto Normalverbraucher das Heiligste oder das Schönste vom Himmel erzählen quasi, ja, die Aktie ist quasi ein tolles Unternehmen, das wird sich super entwickeln, das weiß man ja nie. Kaufen sie jetzt für $10.000 den Mist quasi. Und die kriegen halt immer Prämien, wenn sie sowas verkaufen. Und damit machen sie, glaube ich, das Geld. Wenn ich so noch recht in Erinnerung habe. Oh, auf jeden Fall. Toller Film. So, jetzt hören wir auf zu laden. Ja, wir brauchen nicht mehr auf Spieler warten. Wir haben lange genug gewartet. Ich will jetzt einmal gewinnen, verdammt. Einmal. Oh nein. Der hat doch gerade was mit mehr Schuss angezeigt. Verdammt. Die Armbrust finde ich scheiße.
Sie ist verleise, aber scheiße. Das ist wieder eine andere Karte, genau. Und wir gehen in diese Richtung. Und versuchen so schnell wie möglich diese Armbrust wegzukriegen. Weil die Armbrust ist, wie gesagt, leise, aber ich schieße super oft daneben. Ach, halt die Fresse, ihr Kackvögel. Und wie gesagt, zweiten Schuss ist manchmal, ja. Kannst ja mal vorführen. Nee, ist zu weit weg. Da treffe ich auf jeden Fall nicht. Na egal, gehen wir weiter. Großes Vieh und ich habe nichts dagegen. Na, wenigstens Hackebeil und das ist auch noch ganz nett. Oh, der war hinter mir. Dann sind wir erst recht gleich weg. Wir machen die Tür zu. Versuchen wir da mal irgendwie einen Weg reinzufinden. Die finde ich jetzt total kacke. Lauf! Macht er gar nicht Bumm? Ganz schlecht. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Spieler und ich habe quasi alles alarmiert. Gut, er kommt hier nicht hoch. Scheiße, wo ist der? Das ist die Waffe quasi, die abgelenkt hat. Ach, ich mache hier gerade. Ich alarmiere alles. Nee, es ist weiter weg. Mann, mache ich einen Lärm. Oh! Wow, das war knapp. Large Sniper. Nehmen wir lieber den hier. Scheißgewehr, Armbrust. Jetzt noch ein Revolver oder so. Wäre ganz toll. Ist hier ein Hinweis oder so? Unter uns vielleicht. Könnte aber auch irgendein Vieh sein. Jo! Ach, da ist auch was. Revolver. Erstmal kloppen wir den mal weg. Ab. Small, nee, ich nehme den anderen gleich. Klappe zu. Den nehmen wir. Puh. Das ist die mit den Motten und so. Da bin ich weg. Okay, wir haben das Gebiet hier quasi, die Ecke ist weg. Dann hauen wir hier mal ab. Halt die Schnauze fährt. Machete. Oh, Machete ist natürlich auch nett. Aber ich bleib bei den Schusswaffen. Wir wollen jetzt hier nur raus.
Ah, das ist ein Feuerding, das habe ich schon gesehen. Kommen wir hier noch irgendwo weg? Ich will nicht unbedingt bei den Feuerhaini rauskommen. Feuerbombe. Oh, Messer. Die Feuerbombe nicht mit. Oh, ich bin weg. Hör auf und tschüsseli. Schreib mir einen Brief, du dumme Kuh. Da ist noch so eine. Ey, ich hasse diese Fliegenkackpisse. So. Wir haben eine andere Waffe. Und die hauen wir noch um. Weil zwar ein Messer, aber wenn er hier gerade so steht. So. Karabiner. Ach wohl, nee, kommt zur Presse, geht vor. Hab ein Messer für den Nahkampf. Das ist hier so ein Posten quasi, wo wir gerade sind. Da sollte man nicht lange stehen bleiben. Da werden bestimmt auch noch andere Leute hinwollen. Was ist da direkt vor uns schon? Ah, ich habe ihn noch mitgekriegt, aber zu spät. Da ist er auf mich zugerannt. Ah. War schon recht nah. Spieler melden? Nee. Kann ich zugucken? Gucken wir mal, wie er hier richtig spielt. Er kam ja gut angelaufen. Ja. Aber hat auch einen Schalldämpfer. Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wie es am Ende ausgeht. Der ist auch sehr offensiv. Der weiß schon nach, was er suchen soll. Ah. Ach so, man kann auch sehr gut mit der Waffe schlagen. Oh, der hat sogar Klauen gehabt. Ach nee, ist nur das Wurfmesser? Die Waffe hatte ich doch auch, oder? Nee, ich hatte eine andere. Die hätte ich gern gehabt. Die ist cool. Weil viele Kugeln. Ah, der spielt das schon ein bisschen länger, glaube ich. Ich gucke da einfach noch zu lange. Der, wie gesagt, weiß, was er braucht und läuft. Aber es ist wieder passiert. Ich habe einfach irgendwelche Zombies abgeschlachtet und werde erwischt und getötet. Oh Gott. Visier des Grauens. Aber es funktioniert. Ich glaube, dass man mit den Wurfmessern, den du nicht wegkriegst. Ach, schau an. Oh, oh. Sorry, ich musste niesen. Also kann man die Hunde ruhig kriegen, indem man die einfach mal abfackelt. Oh, der ist gut. Ich glaube, der wird's machen. Ja, das Gewehr mit dem Suppressor, super. Alter! Drei Schuss. Der killt sogar das Pferd.
Ja gut, das war ein Riesenkrach, ne? Auch gerade mit dem Licht sieht man das richtig gut, ist an den Bäumen. Sieht eigentlich richtig nett aus. Wie das da so zwischenscheint. Wie gesagt, mit einer besseren Grafikkarte würde es vielleicht noch geiler aussehen. Ah, ich glaube, das Hecheln ist sehr laut, aber er versucht sehr schnell irgendwie reinzukommen. Guckt trotzdem nochmal bei den Waffen. Munition wäre sehr wichtig. Ja, ich glaube, der hat seine Waffen, die er haben will. Muss ich auch sagen, es wäre jetzt auch so meine Auswahl. Ich hätte vielleicht ein anderes Gewehr genommen, wenn eins mit Zielsucher, also gewesen wäre. Hätte ich das genommen. Ah, dann abgekriegt. Ja, man sieht so ein bisschen den Gegner. Das ist dann das Orange, aber es wird nicht genau gezeigt, wo der ist. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich würde abhauen. Also, ich würde nochmal zurücklaufen. Vielleicht einen anderen Weg suchen. Wo hängt der Wichser? Nee, nach vorne kannst du nicht, mein Freund. Da schnell erstmal in Deckung. Nicht am Rand bleiben. Da oben links! Ah! Rechts weghauen. Rechts weg. Muss rechts abhauen. Ey, du kriegst den nicht. Du kriegst den von da nicht. Der positioniert sich auch rum da oben. Weil ich glaube, der hat von der Ecke da geschossen. Heilung wäre jetzt gut. Du warst ja erst beim Waffenposten irgendwie. Aber den kriegst du nicht. Den kriegst du da nicht. Also er macht es definitiv besser als ich. Keine Frage, ne? Aber... ich glaube nicht, dass er ihn da irgendwie kriegt. Das ist der doch nicht, oder? Ein Baum gebissen, Deckung. Die Hunde verraten nicht gleich. Und links war noch ein Vieh. Links war noch ein Vieh. Ah, das war's. Schade. Oh, der ist aber gestorben. Jetzt gibt's den Steve. Oder ist das der Typ, der jetzt gerade rein ist? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Der bekämpft sich. Ah, direkt über ihn. Ah, nicht aufs Glas. Du brauchst Heilung, mein Freund. Weil du kommst von da nicht in... da, oh. Jetzt irgendwie eine Granate oder so. Der wird auf seiner Seite sein, hier links. Da ist Heilung. Ah, ist verdammt. Da links zurück, da war Heilung. Da war Heilung. Aber das gilt nur in diesem Gebiet mit der Ansicht, was man da gerade hat, ne? Das ist nicht im ganzen Spiel so. Nur weil das jetzt das Endgebiet ist. Ja, da oben sieht ihn wahrscheinlich auch. Da war Energie. Ach, da ist auch Energie. Ich kann das nicht nehmen. Hä? Na gut, der wird es zu Ende bringen. Leise, leise, leise. Der ist rechts. Doch nicht. Da, wo ist der? Wow! Er hat's! Er hat's! Der andere hat daneben geschossen. Geilo. Er kriegt jetzt kaum Punkte und macht auch kaum Jabadabadu. Er ist auch ein cooler Name. Aber ich hab's dir gesagt, der macht's. Der ist gut. Der ist gut.
Haben wir genau beim Richtigen geguckt. Der hat uns auch erschossen. Ist auch okay. Ja. He is the winner. Jabba-dabba-doo. Ja, ich habe verloren. Aber ich spiel's auch erst. Ich habe es mir auch wirklich erst zu dem Tag gekauft, an dem ich die Aufnahmen gemacht habe. Ich habe erstmal selber ein paar Stunden, glaube ich, gespielt. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag heute nur das Spiel gespielt. Ich weiß, ich müsste auch noch was anderes machen. Aber ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie anders unter. Gut, jetzt gibt's Punkte, nichts mehr Besonderes. Ja, wenn euch das Spiel gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, schreibt's mir in die Kommentare. Vergisst nicht zu liken, zu kommentieren und abonnieren. Und wenn ihr ganz nett seid, schreibt einfach mal ein nettes Kommentar, ein bisschen aufmunternd, dass ich doch mal mehr von dem Spiel zeigen soll. Also ich werde spielen, es würde mich erstmal von Tarkov erlösen. Ich glaube, Tarkov lasse ich erstmal wieder ein bisschen links liegen. Und bei Tarkov habe ich für mich immer ein bisschen gespielt, weil ich brauche immer ein Shooter-Spiel, was man mal so für zwischendurch spielen kann. Und das geht auch hier mit diesem Spiel wunderbar. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.